Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play SimCity. Ja, nach langer Zeit mache ich auch wieder einmal Let's Plays. Es war viel los in der letzten Zeit, ich hatte Prüfungen, stecke momentan noch mittendrin. Darum ist es auch nur ein Let's Play, das startet, so nebenbei, um ein bisschen abzuschalten. Und später kommen dann mehrere Let's Plays, ist eigentlich ganz viel geplant. Ich hoffe, ich kann es nach wirklich umsetzen. Aber, naja, mal schauen. So, dann fangen wir doch gleich mal an. Ich habe hier schon mal eine Region. Hier auch schon die erste Stadt ausgewählt. Ich werde drei Arten von Städten bauen. Eine Mischmaschstadt, wo ich wirklich alles reintun werde. Gewerbegebiet, Wohngebiet und Fabriken. Da möchte ich eine Stadt bauen, da kommt dann eigentlich nur Gewerbe und Wohngebiete. Und zum Schluss noch eine Fabrik, also eine Fabrikstadt, würde ich es jetzt nennen, wo dann auch Metalle gefördert wird, also Roherze und Erz und dadurch Legierungen und Stahl hergestellt wird. Momentan ist ja das System noch ein bisschen verbuggt, dass die Arbeiter und so nicht wirklich hin und her pendeln. Also es klappt noch nicht so ganz, also bin ich gespannt, ob beim Patch von 2.0 dann das behoben wird oder nicht. Na, ich lasse mich überraschen. Also dann fangen wir doch mal an mit der ersten Stadt. Wie gesagt, die erste Stadt wird so ein Mischmasch mit allen Gebieten. Ich fange eigentlich immer gerne mit der Hauptstraße an, denn wenn später die Dichte erhöht wird, hat man schon mal mehr Platz. So, nicht allzu weit, sonst habe ich fast kein Geld mehr. Dann mache ich mal die ersten Wohngebiete, die kann man eigentlich hier schon wunderbar hinstellen. So. Dann, da man ja hier Öl fördern kann, wie man hier schön sieht, also jede Menge Öl sogar, werde ich für den Strom gleich ein Ölkraftwerk erstellen, da ich später eh genug Öl haben werde, um das Kraftwerk zu betreiben. Kostet mich zwar am Anfang relativ viel, aber es lohnt sich dann für auf längere Zeit. Also machen wir mal eine kleine Straße nach hinten. Denn wie man sieht, geht der Wind in diese Richtung. Und die, der Wind entscheidet ja, wohin eigentlich die Luftverschmutzung fliegt. Oder ja, hinzieht. Und dann ist es natürlich am besten, wenn man möglichst weit weg sein Industriegebiet hat. Nicht gleich hier neben dem Wohngebiet. Gut. Jetzt machen wir aber zuerst mal Wasser. Hier sehen wir jede Menge Wasser. Mache hier hinten mal die Wasserversorgung. Und auch gleich die Stromversorgung. So. Jetzt bin ich hier 2 minus. Aber das sollte eigentlich sich schnell ändern. Denn ja schon eigentlich am Anfang sehr viele Leute zuziehen und ihre Steuern zahlen. Eben wie gesagt, die erste Stadt wird jetzt nicht gerade wunderschön gebaut. Ich möchte vor allem in der zweiten Stadt ein bisschen schöner bauen. Mal schauen, was eigentlich so geht, vor allem auch mit kurvigen Straßen. Nicht immer nur diese Rechtecke. Ich möchte euch auch ein bisschen zeigen, wovon eigentlich die Keime abhängen und wie man die Keime am besten bekämpft.
Aber das alles später, wenn es denn soweit ist. Also, dann brauche ich fast kein Geld mehr. Dann nehmen wir doch gleich mal einen Kredit. Gut. Sollte für den Anfang eigentlich reichen. So, die Leute brauchen Industriegebiet und Gewerbegebiet. Da ich bald Rathaus bauen kann, das machen wir etwa hier. So. So. Jetzt haben wir hier schon die Genehmigung, aber ich warte noch ein bisschen. Ich mache zuerst ein paar Shoppingmöglichkeiten. Ah, hier. Ich weiß, kommt es auch nicht groß drauf an, aber hier soll eigentlich alles Shopping werden. So. Dann Industriegebiet. Wie gesagt, möglichst weit weg. Machen wir mal hier hinten ein bisschen. Ich muss warten, bis ich wieder im Plus bin. Sonst muss ich gleich nochmal einen Kredit aufnehmen. Und das sollte eigentlich schon klappen. So, genau. Das Abwasser muss ja dann auch noch weg. So, jetzt sind wir im Plus. Kommt natürlich auch hier nach hinten. Ich bin eigentlich ganz nach hinten. So. Das Abwasser möglichst weit weg. So. Hoher Bedarf an Gewerbegebieten. Ja, da bin ich ja jetzt hier gerade am Bauen. Jetzt habe ich auch genug Geld für das Gemeindehaus, das später zum Rathaus wird. Ja, passt. Glückwunsch, Sie können nun. Herzlichen Glückwunsch, Bürgermeister. Ihre harte Arbeit hat sich gelohnt. Jetzt, wo Sie die Stadt aufgebaut haben, können Sie einen Namen geben. Okay. Wie nennen wir dann die erste Stadt? Für die habe ich noch gar keinen Namen. Ach, nehmen wir es doch einfach mal. Los. Wissen wir gleich noch so. Geht das? Ja. Ja, ich weiß, Kerberos City, nicht gerade ein einfallsreicher Name, aber die anderen Städte werden dann einen passenden Namen bekommen. So, was wollen dann die Leute jetzt? Hoher Bedarf an Gewerbegebieten, immer noch. Hm. Mittlere Einkommensschicht. Gut, dann machen wir halt hier und hier und hier bis hier unten. Nach da Gewerbegebiet hin. So. Eben, also am Anfang ist eigentlich wirklich spannend, wie schnell das man eigentlich Geld kriegt. Also selbst am Anfang kann man es eigentlich nicht falsch machen, auch wenn man sich gleich ein teures Kraftwerk kauft und große Straßen baut. Durch den Kredit hat man das Geld sehr schnell wieder und es gibt eigentlich keine Probleme beim Start. Das Einkommen wächst sehr schnell. So, nun. Mittlere Wohngebiete, das heißt, ich brauche Parks. Dann mache ich doch mal Naturpark.
Park mit geraden Pfaden. Eine Baumreihe. Ja, könnte vielleicht hier. Ja, ich mach das mal hier. Ein bisschen Bäume hin. Schau gleich, ja. Wenn ich jetzt hier und hier noch Bäume hin mache, dann haben wir hier schon mal die ersten mittleren Wohngebiete. So. Offene Jobs für mittlere Einkommensschicht. Ja, das habe ich jetzt gerade ein bisschen erhöht. Industriegebiet ist immer noch sehr nachgefragt. Dann erweitern wir doch das mal. So. In der Straße nach drüben. Machen hier mal ein bisschen mehr Industrie. Jetzt werden wahrscheinlich auch wieder die Jobs gefragt. Dann fange ich mal schon an, nach unten zu bauen. So. Hier nach drüben und dann machen wir noch. Wir haben zu wenig Kunden. Ja, jetzt auf einmal. Dran, mehr Wohngebiete. Dass auch ihr genug Kunden habt. Eben das Schöne hier. Hier wird es sehr viel Öl geben. Und dann werde ich hier eine Ölpumpstation hinbauen. Später dann raffinerieren, Treibstoff und Plastik herstellen. Und in meiner zweiten Stadt möchte ich dann vor allem Casinos bauen und vielleicht Touristenattraktionen, weil das ist so etwas, das habe ich eigentlich noch nie gebaut bis jetzt. Das wäre dann mal was anderes. Aber das kommt ein bisschen später. Ich werde dann zwischen den einzelnen Städten hin und her springen, dass man auch immer wirklich ein bisschen alles sieht vom Spiel und nicht nur mich auf eine kleine Stadt begrenzen. So, ich glaube, die verletzte Sims, ja, können wir uns ja leisten. Machen wir mal Krankenstation hin. Und jetzt brauche ich immer noch mittlere Einkommen, aber hier erhöht sich ja das gerade. Die Müllentsorgung. Ja, die ist noch nicht so schlimm, das kann noch warten. Dann, was braucht es denn jetzt? Offene Jobs, mittlere Einkommensschicht, immer noch. Na gut, dann machen wir doch mal. Genau. Machen wir hier mal Sport und ein Fußballfeld. Machen wir hier hin. Gleich mal schauen. Ja. Ja. Das Gebiet hat sich ein bisschen erhöht. Hier einen großen Bereich, der eigentlich noch neutral ist. Hier wird sich dann schnell mal mittleres Wohngebiet ausbreiten. Hier will ich eh so ein bisschen das Stadtzentrum haben dann. Wie gesagt, hier drüben Industrie, hier Öl. Hier unten dann eigentlich auch alles Wohngebiet und Gewerbegebiet. Und dann habe ich so mal die erste kleine Stadt.